Es gab eine Zeit, in der man Raketen angezündet hat, um zu schauen, ob hier gerade Steuergelder verbrannt werden. Wenn die Rakete dann trotzdem abgehoben ist, wusste der diensthabende Inquisitor vom Rechnungshof, aha, Steuergelder werden verbrannt. Okay, das ist natürlich völliger Blödsinn, aber das war die blödeste Geschichte, die mir so eingefallen ist, warum sich eine Rakete selbst entzünden könnte. Wir sind ja nicht beim Mythenstarter und so wirst du dir schon denken, dass die ganze Sache einen technischen Hintergrund hat. Und tatsächlich ist der Feuerball beim Start der Delta IV Heavy normal und wurde sogar in ihrer Auslegung bereits berücksichtigt. Dazu aber gleich mehr. Warum sich die Delta IV Heavy Metal selbst in Brand setzt, warum das SLS besser Delta V Super Heavy heißen sollte und wie sich die Delta IV Heavy im direkten Vergleich mit der Falcon Heavy schlägt, das klären wir heute. Wenn dir das Thema heute gefällt, like nicht vergessen. Und wenn du die Rakete und den Feuerball beim Starten auch mal live sehen möchtest, es sind ja tatsächlich nur noch 3 Starts von der Delta IV Heavy übrig, bevor sie dann in den Ruhestand geht. Einer voraussichtlich jetzt am Samstag, den 24. September. Weil es so ein besonderer Start ist, werde ich dir natürlich live streamen. Wenn du das nicht verpassen magst, unbedingt senkrecht Starter abonnieren. Aber jetzt endlich zur Delta IV Heavy. Die gesamte Delta-Raketenfamilie, die nicht wirklich was mit der Delta IV und der Delta IV Heavy gemein hat, ist ursprünglich von McDonnell Douglas gebaut worden. In den 90ern sind McDonnell Douglas und Boeing fusioniert und die Marke Boeing ist geblieben. Fun Fact, Boeing geht übrigens auf die deutsche Auswandererfamilie Boeing zurück. Und Boeing wiederum hat ja seinen Raketenstart-Business bekanntlich mit Lockheed zur United Launch Alliance zusammengelegt. Lockheed hat dann die Atlas in die Zwangsehe mitgebracht und Boeing die Delta IV. Da die Atlas V viel günstiger war als die Delta IV, ist nur noch die Delta IV Heavy geblieben. Es gibt ja tatsächlich gar nicht so viele Schwerlastraketen. Die russische Proton, europäische Ariane 5, chinesischer Langer Marsch 5 und bis zu ihrer Einführung der Falcon Heavy die stärkste einsatzbereite Schwerlastrakete in dieser Aufzählung, die Delta IV Heavy. Bisher 13 Mal geflogen, wird sie nach nur 16 Starts und 20 Betriebsjahren in Rente gehen. Mit 20 in Rente gehen? Träumchen. Da zum jetzigen Zeitpunkt das SLS und das Starship noch nicht fliegen, habe ich sie jetzt hier mal in der Aufzählung weggelassen. Ja, die Mission, mit der sich die Heavy in die Geschichtsbücher eingeschrieben hat, ist mit Sicherheit der Start der Parker Solar Probe von der NASA. Das ist bis heute das schnellste menschengemachte Objekt. Auf dem Weg zur Sonne ist es ja auch schön feurig und das bringt uns zurück zu der Eingangsfrage, warum denn jetzt die Selbstentzündung der Delta IV? Kernpunkt dieses Phänomens ist der eingesetzte Treibstoff Wasserstoff. Dessen Dichte ist ja bekanntlich so gering, dass man damit sogar Luftschiffe schweben lassen kann. Der Grund, warum die Delta IV durch den Wasserstoff abfackelt, liegt in der Triebwerkszündsequenz. Grundsätzlich ist das RS-68 vom Verbrennungszyklus her ein eher simples Triebwerk im offenen Gasgeneratorzyklus. Also wie auch das Merlin von SpaceX und eine Vielzahl anderer Triebwerke. Wegen der Treibstoffkombination hat es aber mehr mit dem Vulcan der Ariane 5 und 6 gemein als mit dem Merlin von SpaceX. Wenn das RS-68 gestartet wird, werden zuerst mit Helium die Turbopumpen in Gang gesetzt. Bevor die Vorverbrennung einsetzt, wird der Wasserstoff in den Gasgenerator gelassen. Der durchströmt dann die Turbinen der Turbopumpen, also eine für den Sauerstoff und eine für den Wasserstoff, und danach über die Abgasleitung dann ins Freie. Genau dieser freie Wasserstoff, sobald aus der Rakete ausgetreten, steigt auf und entzündet sich im Freien mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft und erzeugt dann den Feuerball. Turbinen und Triebwerke sind ja sehr fragile Teile, daher möchte man beim RS-68 den Kontakt mit dem Sauerstoff, dem reinen Sauerstoff, in der Turbine unbedingt vermeiden, weswegen das Triebwerk erst vom Wasserstoff durchflutet wird. Erst danach wird der Sauerstoff dazu dosiert und die eigentliche Zündung des Triebwerks gestartet. Wie das Ganze auch weniger dramatisch geht, zeigt das europäische Vulcan der Ariane 5 und 6. Ja, mit der Ariane, da teilt sich die Delta IV Heavy übrigens den Lieferanten der Nutzlastverkleidung. Die kommen nämlich von der Schweizer Firma RUAG. Aber zurück zum Feuerball. Um diesen doch dramatisch wirkenden Feuerball bei der Delta IV Heavy nicht noch größer werden zu lassen, zündet man das Steuerbordtriebwerk als erstes. Für die Landratten unter euch, Steuerbord, das ist rechts. Erst wenn das Steuerbordtriebwerk ordentlich läuft, zündet man die beiden anderen Triebwerke. Das hat dann den Effekt, dass durch den massiven Abgasstrom die Luft um die Raketenbasis mitgerissen wird und so beim Zünden der beiden anderen Triebwerke kein freier Wasserstoff die Rakete hochkriechen kann. Das kann man auch sehr gut im Flug sehen, weil die Rakete immer so keilförmig angekurbelt ist. Da, wo es am dunkelsten ist, da wurde zuerst gezündet. Wenn wir die Delta IV Heavy schon im Flug sehen, fällt dir vielleicht noch etwas anderes auf. Ja, das Abgas, das ist rötlich, während es beim Space Shuttle oder bei der Ariane 5 bläulich oder sogar durchsichtig ist.
Zwar ist die Delta IV Heavy die teuerste Rakete, die aktuell fliegt, aber tatsächlich wollte man bei ihrer Entwicklung Geld sparen. Delta IV Entwicklung, wir befinden uns in den 90er Jahren, die Lehren aus dem Space Shuttle Programm, das mal als billiger, verlässlicher und schneller Zugang ins All geplant war, ja, das war ein Riesenflop. Die Antwort schien weg von der Wiederverwendung, weg von der Komplexität und keine Speziallösung mehr. Das RS-25 des Space Shuttles gilt ja noch heute als ingenieurstechnisches Meisterwerk und war von Anfang an für die Wiederverwendung mit dem Space Shuttle ausgelegt. Da scheinen dann auch Stückpreise von 150 Millionen Dollar vertretbar, wenn man nur oft genug damit fliegt. Das entspricht übrigens dem Preis, den man zahlen muss, wenn man bei SpaceX eine Falcon Heavy bucht. Aber dazu später mehr. Das Pentagon wollte für seine speziellen Nutzlasten einen eigenen schweren Träger, unabhängig vom Space Shuttle, von dem man sich ursprünglich mehr erhofft hatte. Da die Triebwerke den Hauptkostenpunkt bei Raketen ausmachen, der Rest der Rakete ist ja im Prinzip nur ein sehr gut gefertigter Tank, muss man die Triebwerke angehen, wenn man den Gesamtpreis der Rakete ordentlich angehen möchte. Ja, und wie ist man das angegangen? Naja, erstmal der extrem komplexe Antriebszyklus des RS-25. Gestufte Verbrennung weg. Stattdessen offener Gasgeneratorzyklus. Das kostet zwar Effizienz, aber die ist bei der Kombination Wasserstoff-Sauerstoff, kurz auch Hydrolox genannt, immer noch ziemlich gut. Und man hat es mit dem Leichtbau nicht mehr so genau genommen. So wiegt das RS-68 mit fast 7 Tonnen gut doppelt so viel wie sein Vorläufer, das RS-25. Dafür ist das RS-68 mit über 360 Tonnen Schub das leistungsstärkste Hydrolox-Triebwerk, das je geflogen ist. Aber wir wollten ja wissen, warum das Abgas so feurig aussieht, obwohl es mit dem Shuttle eigentlich identisch sein müsste. Das RS-68 hat eine ablativ gekühlte Wegwerfdüse. Das heißt, anstatt aufwendig in einem filigranen Netzwerk Wasserstoff durch die Düsenwand zu leiten, nimmt man ein Material, das während des Fluges abfackelt und bei seiner Zersetzung Wärme abführt. Das gleiche Prinzip wie bei ablativen Hitzeschilden. Und das Abgas dieser Düsenzersetzung, das können wir dann rötlich beim Starten sehen. Fun Fact, die ersten Merlin-Triebwerke von SpaceX waren auch ablativ gekühlt. Mehr dazu und wie ein einzelnes Triebwerk SpaceX beinahe umbrachte, dazu verlinke ich dir ein Video von mir unten in der Beschreibung. Wenn man von den 150 Millionen Dollar des RS-25 ausgeht, sind die 20 Millionen Dollar für ein RS-68 mit 50% mehr Schub bei der gleichen Firma hergestellt, dann doch schon ziemlich beeindruckend. Das hatte offensichtlich auch die NASA beeindruckt und in den ersten Entwürfen für den SLS-Vorläufer, die RS-5, waren 5 RS-68-Triebwerke vorgesehen. Generell hat das SLS meiner Meinung nach viel Ähnlichkeiten mit der Delta-4-Familie, was auch am Hauptauftragnehmer für das SLS der Firma Boeing liegen mag. Apropos SLS und Artemis. Da passt auch eine andere bemerkenswerte Nutzlast der Delta IV Heavy rein. Tatsächlich wurde das Orion auf seiner ersten Orbitalmission von einer Delta IV Heavy befördert. Vielleicht wäre für das SLS auch der Name Delta IV Super Heavy auch cooler. Oder warum nicht direkt Delta V? Aktuell ist es ja nicht das Space Launch System, sondern das Spät Launch System. Aber besser später, als dass wir es noch Super Lauch System nennen müssen. Ich schweife schon wieder ab. Hatte mehrere Gründe, warum aus der RS-5 nichts geworden ist. Unter anderem wurde untersucht, was notwendig wäre, um das RS-68 für Crewflüge zu zertifizieren. Und dabei kam heraus, dass das nicht realistisch ist. Ich meine, hey, ich weiß auch nicht, ob ich mich in eine Rakete voll mit Wasserstoff und Sauerstoff setzen würde, deren Startzyklus einen riesen Feuerball vorsieht. Wir fassen zusammen, im Prinzip ist das RS-68 ein auf Wish bestelltes RS-25. Aber wenn wir schon bei Artemis und SLS sind, tatsächlich ist die aktuelle SLS-Oberstufe nahezu identisch mit der Oberstufe der Delta IV Heavy. Und da kommen wir zu einer weiteren Besonderheit, auf die ihr beim Starten unbedingt achten solltet. Nach der Stufentrennung wird durch Gewindestangen eine verlängerte Düsenerweiterung vor das RL-10B2 gefahren. Dadurch kann das ohnehin schon absurd effiziente RL-10 noch ein kleines bisschen effizienter werden. Wenn dich das Thema Effizienz von Triebwerken und die Technik des RL-10 interessiert, verlinke ich dir in der Beschreibung ein Video. Aber zur Eingangsfrage, wie schneidet die Delta IV Heavy von Boeing im Vergleich mit der Falcon Heavy von SpaceX ab? Der Vergleich, der liegt ja nahe. Beide Raketen haben 2,5 Stufen und auch wenn man sich die Hauptabmessung anschaut, dann sind die beiden Raketen ja doch sehr ähnlich. Mich würde es sogar nicht wundern, wenn die Idee zur Falcon Heavy von der Delta IV Heavy inspiriert worden wäre. Die Hauptabmessung. Delta IV Heavy 72 Meter hoch, Falcon 9 70 Meter hoch. Breite über alles 15 Meter bei der Delta IV Heavy und 12,2 Meter bei der Falcon Heavy. Die Booster bzw. die Cores sind natürlich nicht gleich. 5 Meter bei der Delta IV Heavy und 3,66 Meter bei der Falcon Heavy. Kennen wir ja schon von der Falcon 9. Wo das Bild dann doch ganz anders aussieht, das ist dann beim Gewicht. Bei der Delta IV Heavy
Heavy kommen wir auf 733 Tonnen, was für eine Trägerrakete schon ein stolzes Gewicht ist. Das steht aber in keinem Verhältnis zu den absurden 1420 Tonnen beim Start einer Falcon Heavy. Und nein, ich habe mich da nicht verrechnet. Ohne die Raketen im Detail zu analysieren, können wir den Gewichtsunterschied auf den Hauptfaktor runterbrechen, nämlich den Treibstoff. Flüssiger Wasserstoff wiegt mit 71 Kilogramm pro Kubikmeter weniger als ein Zehntel von Kerosin bei gleichem Volumen. Daher auch die Besonderheit bei Wasserstoffraketen, dass hier der Treibstofftank deutlich größer ist als der Sauerstofftank. Bei der Nutzlast sind die Delta IV Heavy und die Falcon Heavy tatsächlich dann aber wieder sehr dicht beieinander. Bei der Delta IV Heavy sind es in den Leo etwa 29 Tonnen und bei der Falcon Heavy etwa 30 Tonnen. Jetzt kommt aber das große Aber, nämlich bei der Falcon Heavy die Version, wo alle drei Booster wiederkommen, was eine erhebliche Kosteneinsparung erlaubt. Wenn in der ersten Stufe komplett wiederverwendbar, bietet SpaceX die Falcon Heavy für unter 100 Millionen Dollar an. Für die Delta IV Heavy zahlt man mit 350 Millionen Dollar, also mindestens das Dreifache. Für Starts des Verteidigungsministeriums berechnet ULA sogar schon mal 450 Millionen Dollar pro Start. Hier geht es dann um die wirklich großen, schweren Nutzlasten in Richtung Geo, auf die die Delta IV Heavy ein Monopol gehabt hätte, wenn nicht SpaceX mit der Falcon Heavy um die Ecke gekommen wäre. Und da haben wir jetzt auch eigentlich schon den Grund für das Ende der Delta IV Heavy erreicht. Wie ich eingangs erwähnt habe, ist seit der Bildung von ULA von der Delta IV Familie nur die Heavy übrig geblieben, da die kleineren Nutzlasten günstiger mit der Atlas V zu starten waren. Die Delta IV Heavy wurde abseits der teuren Technik dadurch aber noch teurer, weil insgesamt weniger Cores hergestellt wurden. Und auch das mächtige US-Militär findet immer mehr Gefallen an der Firma mit dem X im Namen. Ist klar, dreimal so viel Spielzeug fürs gleiche Budget macht auch dreimal so viel Spaß bei Planungsspielchen. Apropos mehr Spielzeug, die etwa 30 Tonnen Nutzlast in den Leo schafft die Falcon Heavy ja mit der Wiederverwendung aller drei Booster. Wenn man die Falcon Heavy als Wegwerfrakete fliegen würde, könnte man fast 64 Tonnen in den Leo bringen. Fun Fact, das ist genug, um Orion und ESM und Delta IV Heavy Oberstufe in den Leo zu bringen. Das heißt, Artemis 1 könnte theoretisch ohne das SLS fliegen. Und das für 150 Millionen Dollar bei SpaceX, während jeder SLS-Start deutlich über 2000 Millionen Dollar kostet. Wobei da die Entwicklungskosten nicht eingerechnet sind. Eric Berger von Ars Technica nennt hier das Preisschild von verrückten 4,1 Milliarden Dollar pro Start. Ja, was soll ich sagen? Die Zeiten haben sich geändert und in der Raumfahrt weht ein, wie ich finde, höchst willkommener frischer Wind. Umso mehr freue ich mich, wenn wir jetzt noch ein paar der alten Old Space Raketenstarts und ihre Besonderheiten live verfolgen können. Ich hoffe, ich habe dir mit dieser Episode Lust auf die Delta IV Heavy Metal Rakete gemacht und wir sehen uns im Livestream. Ist ja, wie gesagt, der drittletzte Start, bevor diese Rakete in der Raumfahrtgeschichte verschwindet. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch hätte ich schon längst aufgeben müssen. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Und auch wenn im Artemis-Programm Geld offensichtlich keine Rolex gespielt hat, ich freue mich auf die neuen Zeiten der Exploration, die nun endlich losgehen. Ja, wenn du dich auch auf unseren Apollo-Moment so freust wie ich, dann schreib mir gerne unter dem Video. Und wenn du weiter in den Kaninchenbau Raumfahrttechnik fallen magst, dann ist hier ein Video zum Einsteigen für dich. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.